Ja, hallo und herzlich willkommen wieder hier bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Ich bin Artemis Senkstock, ich habe das Projekt gegründet und leite es seit ungefähr 2 Jahren. Genau, ich möchte erstmal ein riesen Danke sagen für das Feedback des letzten Videos. Da ging es ja um die dependente Persönlichkeitsstörung bzw. um die dependente Störung an sich. Das hat scheinbar sehr großen Anklang gefunden und hat viele berührt. Wenn ihr wollt, dass wir noch mehr Videos dazu machen, schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr da noch mehr zu wissen wollt oder nicht. Sagt einfach Bescheid. Heute wird es um was ganz anderes gehen. Heute geht es mal darum, warum man mit einem Narzissten tatsächlich niemals glücklich werden kann, als selbstbestimmter Mensch, der Selbstbewusstsein hat und auch für sich selber sorgen kann. Es ist eben so, dass natürlich diese narzisstische Kollusion immer stattfindet. Das heißt, ein Narzisst gerät meistens in einen Konarzissten. Was Konarzismus heißt, habe ich euch schon mal erklärt. Konarzismus heißt einfach nur, dass ihr im Grunde auch die schlechten Eigenschaften eures Partners übernehmt. Aber im Grunde nur, solange die Beziehung eben währt. Das heißt, Konarzismus ist nichts, was für immer hält. Ja? Co-Abhängigkeit ist meistens aber ein Begriff, den ihr wahrscheinlich schon aus eurer Kindheit kennt und euer ganzes Leben lang schon mit euch mitschleppt. Und eben immer wieder an diese Partner geratet, um euer Kindheitstrauma wieder zu reaktivieren und zu wiederholen, um es zu lösen. Was aber ja nicht funktioniert, aber darüber haben wir ja schon ganz oft gesprochen. Jetzt geht es einfach nur darum, warum könnt ihr mit einem Narzissten nicht glücklich werden? Die Sache ist eben die, der Narzisst ist kein böser Mensch oder ein Monster oder sonst was, sondern ein Narzisst ist im Grunde auch nur Opfer seiner Vergangenheit, Opfer seiner eigenen Kindheitstraumata. Wir haben letztes Mal ja schon erkannt, dass die Wunde des Narzissmus und der von Co-Abhängigen, dass die gleiche Wunde in der Kindheit von dann getragen haben. Das heißt, wir haben im Grunde die gleichen Wurzeln wie die Narzissten, nur bei uns hat sich's quasi anders entwickelt. Ja, so gleich wir im Grunde sind, so unterschiedlich verhalten wir uns und deswegen kommt es ja in Beziehungen immer wieder zu solchen Streitigkeiten, beziehungsweise wenn man eine normale Beziehung hat und zwei Menschen aufeinander treffen, die komplett unterschiedlich sind, dann gibt es das eben, dass es auch mal Streit gibt, ja, und wer kennt das nicht, wenn mit einem Narzissten zusammen ist, irgendwann steht der Narzisst einfach auf und verlässt den Raum oder er verlässt die Wohnung oder er verlässt das Land, nein, Spaß, also aber ihr kennt das alle. Das nennt sich auch im Fachjargon Silent Treatment, ja, das ist die schweigende Behandlung, man wird dann ignoriert, man wird dann auch hinterher ignoriert, ne, und diese Ignoranz, dieses, ganz ehrlich, hatte auch mal einen Narzissten, der hat dann auch jedes Mal beim Streit gesagt, ich verlasse dich jetzt für immer und du wirst mich nie wiedersehen und hat er tatsächlich seine Sachen gepackt und ist abgehauen und sowas triggert natürlich immens, gerade Menschen mit einer Dependenzstörung oder mit co-abhängigen Anteilen. Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber ich bin bei so Situationen tatsächlich immer total zu Tode getriggert worden. Ich habe Todesängste bekommen. Also nicht, dass er mich umbringt, sondern ich hatte unfassbar große Verlassensängste. Die habe ich bis heute noch, bis zu einem gewissen Grad. Und ich habe dann versucht, den Narzissten aufzuhalten. Ja, oder beziehungsweise, wenn er abgehauen ist, bin ich ihm hinterhergelaufen und habe gesagt, was ist denn jetzt los hier? Ne? Was soll denn das? Ne? Weil ich kannte sowas aus anderen Beziehungen überhaupt nicht. Da gibt es eine gesunde Beziehungsdynamik. Wenn es Probleme gibt, dann klärt man die, ne? Und dann haut man nicht mittendrin ab. Beziehungsweise, wenn es sich zu aufgebauscht hat, dann sagt der eine irgendwann, ey komm, wir machen jetzt mal hier Break, ja, und treffen uns in einer Stunde nochmal, wenn wir uns beruhigt haben. Auch das ist eine gesunde Beziehungsdynamik. Was nicht gesund ist, ist, wenn ein Partner aufsteht und geht und einen dann tagelang ignoriert. Und dann, und das ist das Schärfste, Narzissten kommen ja dann irgendwann wieder und tun, als wäre nie was gewesen. Der Konflikt steht aber noch im Raum, nur für den Narzissten scheinbar nicht. Der ist dann futsch. Ne? Und ich habe mir jetzt auch tatsächlich mal ein paar Videos mit Narzissten angeguckt. Es gibt ja auch da im amerikanischen Raum sehr viele Beispiele. Sam Venkin oder hier Knowing the Narcissist kann ich euch mal empfehlen. Wer Englisch kann, guckt euch das mal an. Das ist sehr triggernd, aber sehr erhellend mal zu gucken, wie Narzissten wirklich ticken. Und da merkt man halt auch die Dynamiken, die so drauf haben oder warum die das machen. Weil Narzissten haben eine komplett andere Wahrnehmung als wir. Das ist einfach so. Akzeptiert das. Narzissten, du kannst mit einem Narzissten nicht glücklich werden, weil der ein Monster ist oder weil er böse ist oder sonst was, sondern weil ein Narzisst eine komplett andere Wahrnehmung als du hast. Eine komplett andere Realität. Ist einfach so. Und wenn du einem Narzissten mal zuhörst, auch wenn du auf YouTube mal irgendwann einen findest, gibt ja genug mittlerweile, die sich da outen und sagen, hier, ich bin ja, ne, hört mir mal alle zu. Man merkt, wenn die reden, die sind im Grunde wie wir, aber es gibt so ein paar Unterschiede, wo die Sachen erzählen, wo du denkst, what? Ja, also Narzissten zum Beispiel sind der Auffassung, also jetzt auch mein Ex-Narzisst ist auch der Auffassung gewesen, von wegen, wenn er geht, ist das Selbstschutz, ist das Selbstliebe und dann braucht er das, um sich zu regulieren, weil er sonst ausrasten würde. Die Ausraster habe ich am eigenen Leib mitbekommen, da wurde er dann auch gewalttätig. Das heißt, da denke ich mir schon meinen Teil, wenn Narzissten so gefährlich sind, dass sie sich selbst regulieren müssen, weil sie sonst ausrasten und gewalttätig werden, sollten sie dann überhaupt Beziehungen eingehen?
Also wenn ich jedes Mal, wenn ich ausrasten würde, gewalttätig werden würde, würde ich mir dreimal überlegen, ob ich nochmal mit jemandem eine Beziehung führe, ja. Das heißt, Narzissten sind der Ansicht, sie rasten dann aus und bevor sie ausrasten, gehen sie dann lieber. Okay, soweit so gut, könnte man ja noch akzeptieren, wenn ein Narzisst sowas sagen würde wie, ey, ich brauche eine Pause. Wie gesagt, in meiner alten Beziehung, in meiner gesunden Beziehung hatte ich das ja auch öfter, dass einer von uns gesagt hat, ey, pass mal auf, jetzt hier, ich brauche eine Pause und danach reden wir weiter. So, was Narzissten aber machen ist, dass sie dann abhauen, uns dann Stunden bis Tage ignorieren und irgendwann wiederkommen und dann wird aber trotzdem über das Thema nicht mehr geredet, man darf es nicht mehr ansprechen. Ja, es ist ein Tabuthema. Sobald man es anspricht, kriegt man entweder einen bösen Blick oder dann wird man schon wieder angefaucht, hey, jetzt will ich schon wieder darüber reden, sonst geht's wieder von vorne los, ne? Also man wird konditioniert als Co-Narzisst oder Co-Abhängiger, dass man über das Thema gar nicht mehr reden kann. Und das zieht sich durch die ganze Scheißbeziehung. Ja, also das heißt, man darf nie über seine Probleme reden oder nichts, was den Narzisst triggert, darf man je wieder ansprechen. So, und das kann man in einer Beziehung, normalen, gesunden Beziehung nicht auf Dauer mitmachen, weil Leute, ihr gebt euch auf, ihr gebt eure Wünsche auf, das, was euch nicht passt, ihr gebt auf, Mensch zu sein, weil ihr euch nicht mehr beschweren dürft. Ein Mensch darf sich auch mal beschweren, ein Mensch darf auch mal wütend sein, ja? Oder, ne, ich sag ja, wie gesagt, also, Narzissten können ja meinetwegen den Raum verlassen, aber dann bitte sagen, ey, ich geh mal eben und komm dann wieder, ich verlass dich nicht deswegen, ja? Und dann wird das auch unsere Verlassensängste nicht triggern, aber das interessiert die gar nicht, die denken ja nur an sich, ne? Und Empathie ist da sowieso Mangelware. Also wie gesagt, ich habe auch schon wie viele Nächte neben meinem Ex-Partner verbracht und habe geheult nach Streits wie ein Schloss und weil es mir so dreckig ging, weil es mir so wehgetan hat, was er mir alles an den Kopf geschmissen hat. Und er hat wirklich nach einer Minute geschlafen. Ja, also, und da redet man noch von Empathie oder was? Also ich meine, klar haben die Empathie, aber das ist diese kalte Empathie, diese erlernte Empathie, die sie dann in Therapien lernen, wo sie lernen, okay, wenn ein Mensch so reagiert, musst du so und so, ne? Und das ist für mich keine echte Empathie. Ne? Und uns Co-Abhängigen wird ja dann auch oft vorgeworfen, dass wenn wir in unserem Modus sind, wir auch keine Empathie für die Narzissten haben. Oh doch, denn wir rennen sogar noch hinterher und wollen es klären, weil wir sind gescheite Menschen und können gescheit denken. Ja? Und wollen einen Konflikt lösen, weil wir das so gelernt haben, weil das mit einer menschlichen Zivilisation so läuft in der Gemeinschaft. Ja? Da ignoriert man sich nicht einfach, um sich selbst zu regulieren. Man kann auch einfach sagen, ich gehe jetzt mal eben und dann ist gut. Aber die ignorieren uns und kommen dann wieder und... Wie gesagt, also Konfliktlösung ist in so einer Beziehung niemals möglich. Ich könnte euch jetzt 100 Konflikte aus einer meiner Ex-Narzissmus-Beziehungen nennen, die niemals gelöst worden sind und die mich irgendwann krank gemacht haben, weil meine Bedürfnisse und meine Wünsche immer ignoriert wurden. Ja, weil das einfach nicht mehr angesprochen werden durfte. Okay, das ist ein Thema. Ich wette, das kennt ihr alle zu Genüge und bis zum Erbrechen, deswegen rede ich jetzt hier auch nicht weiter darüber. Das andere ist Verlässlichkeit. Verlässlichkeit gibt es nicht. Es gibt mit einem Menschen mit einer narzisstischen Störung meines Erachtens, meiner Erfahrung nach, keine Verlässlichkeit. Weil die immer irgendwie, ich sage mal, mit einem Narzissten einen Deal zu machen, ist wie mit einem bösen Flaschengeist einen Deal zu machen. Kennt ihr diese Filme, wo es darum geht, dass zum Beispiel hier, da gibt es doch einen sogar mit dem Teufel, wo so ein Typ mit dem Teufel, der ist dann weiblich und total sexy, Deals macht und sie macht aber, findet immer ein Hintertürchen, um ihm das Leben zur Hölle zu machen. Und genau so empfinde ich das, wenn man mit Narzissten irgendwas bespricht. Man muss immer alle Hintertürchen immer im Kopf behalten. Das ist total anstrengend. Ja, also weil die finden immer ein Hintertürchen, wo sie sich dann wieder rausquetschen und sagen, nee, das habe ich so nicht gesagt. Nee, also so habe ich das nicht gemeint. Oder, ne, dann kommt immer wieder eine Kondition dazu, wo du dir denkst, hä? Ne? Also ich wette, das kennt ihr auch alle. Das heißt, da werdet ihr schon wieder respektlos behandelt. Und da werden eure Wünsche einfach, ne, und Vereinbarung, das ist ja dann wieder Gaslighting, ne. Da wird euch dann ja ständig eingeredet, das habe ich nie gesagt, nein, das war nicht so, ne, das hast du falsch verstanden, ne. Also das ist wieder so ein Punkt, da wird ein normaler Mensch irgendwann mürbe, ne? Also wenn es nicht am Silent Treatment, dann am Gaslighting, sag ich mal, ne? Also du wirst bekloppt gemacht. Und das dritte große Thema ist ja tatsächlich hier das eifersüchtig machen vom Partner. Ein Narzisst braucht unglaublich viel, ja, was Energie, Bestätigung und so, ne? Und ich habe das Gefühl, bei meinem war es zumindest so, der brauchte immer was Neues, Aufregendes. Sobald irgendwo Routine reinkam, wurde es für ihn unerträglich. Und da musste er sich von distanzieren und sich irgendwas Neues suchen, was aufregender war. So, manche gehen dann fremd, manche suchen sich dann ständig neue Freunde, versteifen sich dann aber auch so krass auf die, dass man denkt, das ist wie eine Obsession. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oder halt auch Hobbys. Also das sind aber alles wie so Süchte. Man hat nie das Gefühl, das ist so ein... Der ist in seiner Mitte oder die ist in ihrer Mitte, ne? Und das sind einfach nur normale Hobbys und Freunde, sondern wenn was gemacht wird, dann immer total
wie eine Sucht, ja, bis zum Anschlag und irgendwann wird es wieder langweilig und dann wird sich das Neue gesucht. Und das, finde ich, ist auch total anstrengend, weil man kann mit einem Narzissten niemals, also zumindest wie ich das, ich rede ja nur von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ne? Man kann niemals eine routinierte, normale, friedliche Beziehung führen, weil dann werden Dramen erschaffen oder dann wird wieder gelogen oder dann wird wieder irgendwas Neues reingeschmissen, was überhaupt keinen Sinn macht. Ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich rede. Und auch das ist sau respektlos und macht euch mürbe. Im Endeffekt werdet ihr entmenschlicht, auch wenn der Narzisst selbst nur Opfer seiner ganzen Krankheiten ist. Er macht euch ja selbst krank damit. Und da geht's eben drum, da müsst ihr die Reißleine ziehen und sagen, ey, was zur Hölle? Ne, das kann doch nicht wahr sein. Und das vierte ist, dass der Narzisst, also zumindest bei meinem war es so, nur ganz selten wirklich Kontakt zu sich selber hatte. Ja, also mein Narzisst, da gab's Momente, da war er wirklich er selbst, hat er sich geöffnet. Es war wunderschön. Und dann hatte man mal für eine Nacht oder einen Tag oder zwei eine normale Beziehung. Und das sind dann auch die Momente, die es so schwer machen, dass man sich trennt. Weil man dann denkt, scheiße, der war doch gerade er selbst oder sie. Und dann ist er auf einmal wieder weg. Dann merkst du wirklich fast schon, wie es im Raum 10 Grad kälter wird. Ja? Und dann denkst du dir, scheiße, jetzt ist er wieder weg. Das darf doch nicht wahr sein. Ne? Und von jetzt auf gleich ist er wieder total kühl und distanziert und bricht Streits vom Zaun, behandelt dich wie scheiße. Ne? Macht ständig Witzchen auf deine Kosten, wertet dich ab, um wieder Distanz reinzukriegen. Die haben ein totales Näheproblem. Im Grunde wünschen sie sich nichts weiter als richtig enge Nähe, genau wie wir. Aber sie können es nicht ertragen, weil das würde sie verwundbar machen. Ja? Und verwundbar ist scheiße, verwundbar ist schlecht. Ja, das sind alles Schutzmechanismen aus ihrer Kindheit. Die sind keine Monster. Aber sie versuchen eben ständig, sich zu schützen und selber klarzukommen und übergehen dabei ständig andere, immer, ja. Und so funktioniert einfach eine zwischenmenschliche Beziehung nicht mehr. Wenn die dann für sich bleiben, okay. Aber das könnt ihr echt knicken. Und das fünfte ist halt wirklich Empathie. Empathie könnt, das, die haben schon Empathie, gell. Und ich habe zum Beispiel, meiner hat auch bei Filmen geheult wie ein Schlosshund und sowas, ne. Klar, die haben schon irgendwo Empathie, aber meistens ist es halt wirklich auf sie selbst beschränkt oder auf das, was sie sich wünschen, was sie nicht haben können oder worüber sie leiden, weil sie es nicht haben können oder so, ja. Weil Empathie kennt jeder von uns nach einem Streit. Wie gesagt, der pennt nach einer Minute ein, während ich neben ihm liege und weine und ihm sage, du hast mir gerade so wehgetan, du hast gerade so miese Sachen zu mir gesagt und der schläft ein, ne. Und beziehungsweise, die wissen ja auch irgendwann, dass wir unglaubliche Verlustängste haben und verlassen uns trotzdem bei jedem Streit, machen andauernd Schluss und kommen dann wieder und tun, als wäre nichts gewesen oder so. Also irgendwo, sage ich ganz ehrlich, ist es auch irgendwo berechnend. Auch wenn ich gerne sagen würde, das ist alles nur ihrer Krankheit geschuldet. Es gibt Situationen, wo ich mir denke, du weißt gerade ganz genau, was du mir antust. Ja, und du tust es trotzdem. Und deswegen, das sind alles Gründe. Da kann ein normaler Mensch, der mit sich im Gleichgewicht ist, niemals eine Beziehung mitführen. Und glaubt mir, ich habe es versucht. Ich habe es auf jede erdenkliche Weise versucht. Mit Therapien, mit anderen, ohne andere. Seine Wünsche erfüllen, seine Wünsche nicht. Also man kann es ihm niemals recht machen. Weil es ist einfach, er spielt ein Spiel, wo du die Regeln nicht kennst. Und dieses Spiel verändert sich jede Minute. Immer wieder. Und du kannst es ihm einfach nicht recht machen, weil er selbst es sich nicht recht machen kann. Ja? Er hat selbst kaum Verbindung zu sich. Und die wenigsten von diesen Narzissten sind wirklich reflektierte Menschen. Es gibt ein paar Ausnahmen, die arbeiten an sich, die gehen in Therapie und die sind reflektiert, aber dann eben auch nur phasenweise. Sobald die ausrasten, fallen sie wieder komplett in alte Muster, terrorisieren Menschen, machen Psychoterror. Ihr kennt das alle hundertprozentig, ne? Aber das Schwere, von so einem Menschen wegzukommen, ist, dass er immer wieder diese Phasen hat, wo er selbst ist. Und ihr spürt genau, jetzt bist du. Und du bist wundervoll, wie du bist, ja? Aber dann verschließen sie sich wieder, zack, und sind weg, ja. Und du kannst auf Dauer mit so einem Menschen nicht glücklich werden. Du brauchst einen Menschen, der in sich ruht, ja, der wirklich sich selber kennt, sich selber fühlen kann und eben auch in Situationen sich regulieren kann, wo er ausrastet. Wie gesagt, ich habe eine dependente Persönlichkeit, ja, also keine Persönlichkeitsstörung, das wurde mir jetzt nochmal diagnostiziert, es ist keine Persönlichkeitsstörung, es sind Züge, wurde mir gesagt. Aber es ist eben so, ich habe diese krassen Verlassensängste. Aber in einer gesunden Beziehung mit einem gesunden Mann, der die nicht andauernd triggert, weil er selber in seiner Krankheit ist, bin ich ein ganz normales Mädchen in einer ganz normalen Beziehung. Bin sehr verlässlich, bin sehr empathisch, bin sehr gefühlvoll, sehr romantisch. Ja, und dann ist das alles überhaupt kein Ding. Dann gibt es vielleicht ab und zu mal Konflikte, weil ich vielleicht mal eifersüchtig bin oder so. Aber das ist in Ordnung. Das war alles in den Grenzen vom Normalen.
Aber mit dem Narzissten könnte ich euch genau das Gegenteilige zeichnen. Da hatte ich Panikattacken, Depressionen, da bin ich ständig krank gewesen. Ja, da bin ich richtig ausgeflippt, wenn er mich wieder verlassen hat. Da bin ich ihm hinterhergelaufen, habe seine Sachen versteckt, total gaga. Habe in sein Handy geguckt. Ich bin kein Mensch, der in Handys guckt, ja. Also in meinen Augen ist auch das Konarzismus, dass man irgendwann total gaga gemacht wird und selber narzisstisch reagiert. In meinen Augen ist das so, aber okay. Der Begriff ist nicht vollends geklärt, jeder sieht das irgendwie anders. Aber das sind meine 5 Punkte, warum ich sage, du kannst mit einem Narzissten niemals glücklich werden. Ja. Das war schon von mir von heute an dem regnerischen Samstag draußen. Wie lange haben wir geschnabbelt? 15 Minuten schon wieder. Oh. Naja, ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wenn ihr wollt, liked diesen Beitrag mit einem Daumen hoch, sonst lasst es halt sein. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Erfahrungen. Schreibt es einfach mal drunter, wie war es bei euch, ne? Oder was denkt ihr, warum man nicht mit einem Narzissten glücklich werden kann? Und dann würde ich sagen, bis nächstes Mal. Ciao, ciao!